So, jetzt müsst ihr aufnehmen. Dann machen wir hier mal wesentliche Punkte, die ganz entscheidend sind, die den Menschen dumm machen. Und ich halte es jetzt einmal fest. Immer wie vorneweg, ich erkläre es dem, der mich jetzt sprechen hört. Und die Frage ist schon, was ist mich? Meine ich das Pixelmännchen? Meine ich die Lautsprecherstimme? Was hörst du eigentlich? Das ist vor jedem Selbstgespräch. Ich spreche prinzipiell nur den Geist an, der mich jetzt als Udo ausdenkt. Der denkt sich alles andere auch aus. Und es wird so viel in der von dir ausgedachten Welt, ich betone in der von dir ausgedachten Welt, wird so viel blöder Blödsinn dahergeschwatzt und die Ursache dafür bist du. Das ist hundertprozentig sicher. Und solange du dich damit beschäftigst, was richtig und verkehrt ist, wirst du niemals erkennen, was 100% Sicherheit bedeutet. Und ich mache jetzt elementare Punkte. Was für dich nötig ist, ist ein totaler Quantensprung in ein vollkommen neues Denksystem. Was ist ein Quantensprung? Ein Quantensprung ist, man sagt normalerweise, dass der kollektive Glaube sich ändert. Ob ich jetzt glaube, ich bin auf einer Scheibe oder ich glaube, ich bin auf einer Kugel. In beiden Fällen quatsche ich irgendetwas nach, was man mir erzählt. Und jetzt bringen wir das einmal auf den Punkt in ganz einfachen Sätzen. Und die sind nicht diskutierbar. Und du merkst, ich spreche jetzt sehr streng. Ich maße mir das an und damit meine ich mit mich, meine ich nicht den Udo. Ich kann immer nur darauf hinweisen, ich garantiere dir jetzt, ich zünde deine Welt an. Genau genommen lasse ich die durch dich anzünden. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du musst dich jetzt entscheiden. Aber nicht zwischen A und B, zwischen zwei oder mehreren Möglichkeiten, sondern du musst dich jetzt entscheiden, willst du ewig bewusst leben, Abenteuer erleben, ohne dass dir irgendwas passieren kann? Oder willst du weiter um ein Überleben kämpfen von etwas, was du zu sein glaubst, nämlich das Überleben kämpfen eines Trockennasenaffen, der als Ding an sich überhaupt nicht für die Ewigkeit erschaffen ist. Und ich spreche jetzt Punkte an, die nicht diskutierbar sind. Ganz einfache Sätze und verstehe die so, wie sie zu verstehen sind. Erstens, ein Denker ist was anderes wie ein Gedanke. Ein Besitzer von etwas ist was anderes wie das, was er besitzt. Darüber gibt es nichts zu diskutieren. In dem Moment, wo du sagst, ich habe einen Körper, bist du nicht der Körper. In dem Moment, wo du sagst, ich habe ein Auto, ich habe eine Wohnung, ist dir das vollkommen klar. Sobald du aber an deinen Körper denkst, sagst du, das bin ich. Ein elementarer Trugschluss. Wenn ich sage, ein Denker ist was anderes wie seine Gedanken, der Denker ist nämlich immer derselbe Denker, wenn du das jetzt einmal ich nennst. Ich denke an dieses oder ich denke an jenes. Egal an was du denkst, es verändert deine Information, es ändert aber nichts an dir selbst. Diese kleine Erkenntnis wird zwar von vielen, sag ich einmal, spirituellen Menschen gekannt, aber im tiefsten Inneren nicht verstanden, weil du wirst feststellen, wenn du die beobachtest in deinem Traum als Affen, dass sie das immer vergessen, dass ihre ganzen Handlungsweisen, die du von den Figuren in deinem Traum beobachten kannst, und ich sage immer wieder, du bist jetzt ein träumender Geist. Das ist der erste Sprung in die Freiheit. Und versuch das bitte nicht irgendeinen Menschen, mit dem du jetzt konfrontiert wirst, zu erklären. Darum erwähne ich erkläre es den Geist, der sich jetzt den Udo ausdenkt, genau genommen nur den Monitor und das Pixelmännchen und alle anderen Menschen und sich selbst, wenn er an seinen Körper denkt. Darum haben wir zuerst einmal dieses Pärchen Denker und Ausgedachtes, wobei man jetzt erkennen muss, dass dieser Denker auch was Ausgedachtes ist. Dann muss ja einer da sein, der sich den Denker ausdenkt, der sich was ausdenkt. Das ist der Weg in die geistige Ebene. Da bin ich lang und breit drauf eingegangen, das lasse ich auch jetzt genug sein. Was aber viel wichtiger ist, und das ist jetzt hier wirklich eine Anklage. Ich habe zigfach erwähnt, kannst du das, was du glaubst und durch Glauben in deinem Kopf verwirklichst, rein als eine Vorstellung, aufbauend auf ein Wissen, das du vom Hörensagen kennst. Entweder hat es dir jemand erzählt, irgendein Antagonist in deinem Traum, oder du hast es gelesen, habe ich aus das Buch heraus, habe ich aus das Internet heraus.
dann baust du aufgrund deiner persönlichen Interpretation dieser Erzählungen, baust du Vorstellungen in die auf. Kannst du das beschwören, ohne einen Meiner zu schwören, oder äffst du geistlos noch? Und ich verspreche dir jetzt, das ist ein heiliges, göttliches Versprechen. Du wirst auf dich einprügeln, ohne Ende und ohne Gnade, bis du dieses kleine Prinzip durchschaust. Du musst dabei an deinem jetzigen Leben überhaupt nichts verändern. Ich sage das immer wieder, die Rolle, die du spielst, so wie ein Schauspieler auf einer Bühne, ist es vollkommen gleichgültig, ob du einen Heiligen spielst oder einen Massenmörder. Ein Hannibal Lecter, es spielt für dich selbst als Zentrum, um den sich alles dreht, spielt es keine Rolle, weil du immer statisch hier und jetzt dasselbe rote Ich bist. Dein ganzes Leben, das du dir jetzt denkst, besteht aus ständig wechselnden Momenten im Hier und Jetzt. Das ist die 200 Gramm rote Gnede, die sich umformt. Und jetzt ist es so, dass die Figuren in deinem Traum, die Antagonisten in deinem Traum, inklusive du als Protagonist, ihr schmeißt mit Zahlen rum. Mit Corona-Kranken, mit Sterblichen, mit Maßen, wie groß die Erde ist, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht. Kannst du das alles beschwören? Wie viele Menschen vor 1000 Jahren gelebt haben, was die glauben und was jene glauben, mach dir doch zuerst einmal klar als Geist, dass egal welche Rolle, zu welcher Zeit du spielst, ob das im Mittelalter ist, ob das jetzt ist, zu allen Zeiten, sage ich, in diesen Märchenbüchern, die du immer nur jetzt aus das Internet oder aus Büchern heraus in dir wachrufen kannst, mit einer extrem persönlich geprägten Auslegung der Worte, mit denen du dann konfrontiert wirst, dass zu allen Zeiten jeder immer nur nachäfft. Wo liegt jetzt der Unterschied, ob du im 15. Jahrhundert Medizin studierst oder im 18. oder im 20. oder im 23. Jahrhundert Medizin studierst? Das sind jetzt nur Zeitalter, die wir uns ausdenken. Man erzählt dir was, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, und du verwirklichst das Gehörte in deinem Kopf als Vorstellung. Das ist das Prinzip des träumenden Geistes. Dasselbe passiert, wenn du Physik studierst. Das heißt, die ganzen Zahlen, die hier rumgeschmissen werden, sind so unendlich trügerisch, und du klebst an einer Aussage, weil du dem, den du geistlos nachäffst, vertraust. Meistens sind es erst einmal die Lehrer und Erzieher. Ich weise noch mal auf mein Semmelweis-Video hin. Es ist übrigens ein Prinzip, das sich wie ein roter Faden durch die jetzt ausgedachte menschliche Geschichte durchzieht. Ob das Politik ist, ich betone noch mal, jedes Mal, wenn jetzt in der jetzt ausgedachten Geschichte, die du ja nur aus das Buch heraus kennst oder vom Hörensagen kennst, immer wenn ein Krieg gewonnen wurde, hat die Siegerpartei zuerst einmal klar definiert, wer der Schuldige ist, und ganz klar definiert, was die Bösen sind und was richtig ist und wie die Vergangenheit eigentlich richtig ist. Und das steht ab dem Zeitpunkt dann in den Büchern drin, die in dir auftauchen. Zu allen Zeiten waren Wissenschaftler Wissensverhinderer für Quantensprünge. Den Beweis findest du in allen Geschichtsbüchern und in allen Internetseiten, die sich mit Vergangenheit beschäftigen. Das heißt, es ist immer eine etablierte Elite dort, die man die Weisen der Welt nennt, die dir eigentlich ihre Torheit demonstrieren, übrigens auch die ganzen Wissenschaftler. Ich habe vor 20 Jahren schon darauf hingewiesen, wenn du jetzt dir einen Philosophieprofessor ausdenkst. Und ich sage, jetzt können wir in die Bücher reingehen, in deine geistigen Archive, und wir können uns griechische Philosophie anschauen. Da ist das erste Problem, keiner dieser Philosophen, die du dir ausdenkst, hatte zu seiner Zeit nicht an anderen großen Philosophen in der Jetztzeit definiert in die Vergangenheit, der was anders behauptet hat. Und es wurde immer um Standpunkte gestritten. Und du hast nur eine dieser Sichtweisen in deinen Schwamminhalt, und es wird dir logisch erscheinen. Darum sage ich, wenn du jetzt ein Computer bist, dein erstes Programm, dein Schwamminhalt, den du hast, der bestimmt letzten Endes, was stimmt und was nicht stimmt. Wir reden hier aber von Sachen, die du in keinster Weise überprüfen kannst. Sie erfordern blinden, dogmatischen Glauben. Selbst der Aufbau, wenn du an einen menschlichen Körper denkst, wo du sagst, es ist doch bewiesen. Das, was du in Medizinbüchern findest, sag ich dir gleich, ist eine oberflächliche Trockennasenaffenlogik, die in der wirklichen Wirklichkeit, wenn du in die höheren Ebenen aufsteigst, eigentlich nur noch eine Lächerlichkeit ist. Aber wir müssen hier nicht in eine Filwisserei gehen. Ich rede nicht von Filwisserei, sondern wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Diese kindliche Logik,
Die zuerst einmal Erkenntnis ist bloß das da, was ich anschaue. Bis man dir dann erklärt, es ist ja auch dann da außen, wenn ich nicht dran denke. Es ist ja alles hundertprozentig sicher bewiesen. Wie lange muss ich Sätze wiederholen, dass ich sage, wie definierst du 100% sicher bewiesen? Und ich beweise dir, dass die ganze Elite deiner Welt nicht einmal wissen, was 100% sicher bedeutet. Ich beweise dir, dass die Ärzte, die du dir ausdenkst, von denen du dir Heilung, in Anführungszeichen, ich sage, es wird doch keiner heil sein, die wollen doch alle nur gesund sein. Aber wenn du gesund bist, bist du nicht krank. Das ist mein Prinzip mit Sonnenschein und Regen. Was ist besser? Will der Bauer, dass nur die Sonne scheint? Ist dir nicht klar, dass in deiner jetzigen Vorstellung, deinem Konstruktprogramm von Welt, was nötig ist, dass Pflanzen, das Wachstum, das Leben in deiner jetzigen Vorstellung von Leben überhaupt möglich ist, biologisch gesehen in Bezug auf Tieren und auf erweitert Flora und Fauna? Pflanzenwachstum, du brauchst Sonnenschein und Regen. Und wenn ich jetzt sage, okay, du brauchst auch Krieg und Frieden und Einatmen und Ausatmen, hast du immer zwei Seiten. Und Entheiligung ist in dem Moment, wo du an einer Seite festhältst, die einer anderen Seite widerspricht, das ist deine Entheiligung. Heil bist du in dem Moment, wenn du dir nicht mehr den Kopf über gesund und krank zerbrichst. Das ist immer der Fall. Wann bist du heil? Ich sage dir definitiv in Bezug auf den Körper, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, bist du dann heil, wenn du nicht an deinen Körper denkst, hast du einen heiligen Körper. Plus 5, minus 5 ist gleich 0. Und in dem Moment, wo du sagst, ich bin gesund, bist du ja nicht krank, dann hast du den Körper schon entheiligt. Und in dem Moment, wo du glaubst, dein Sinn heiligt darin, dass du diesen Körper, der ja nur existiert, wenn du an ihn denkst, das ist hundertprozentig sicher. Dass du den möglichst lange am Leben erhalten musst, das liegt daran, dass du ja felsenfest davon überzeugt bist, dass du bloß ein dummer Affe bist, der jeden Scheißdreck nachäfft und streitet mit anderen Affen, dass seine Sichtweise die richtige ist. Und jetzt sage ich nur, jetzt denk an das ein Beispiel. Deine Liebe ist so unendlich geistlos, die übrigens nicht schuld ist. Nichts und niemand, den du dir denkst, ist schuld daran, dass es von dir jetzt genauso gedacht wird, wie du dir das denkst. Ob wir über Religion reden oder ob wir über Politik reden, das ist hundertprozentig sicher. Und ich spreche jetzt zu dem Geist, der mich jetzt sprechen hört. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wer erzählt dir das auf diese Art und Weise? Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist eine ganz persönliche Traumwelt, die nur du erlebst, die du, und jetzt kommt meine Computermetapher, stell dir vor, ich sage jetzt statt träumender Geist, du bist ein Computer. Du erlebst nur das, was sich in dir selbst abspielt. Und jetzt ist es definitiv so, dass du nur ein allereinziges Programm in deinem Arbeitsspeicher laufen hast. Das ist der Intellekt, den du jetzt zum Denken benutzt. Das ist dein Schwamminhalt. Das heißt, du hast, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Du hast deine eigene Vorstellung von Wirklichkeit, die überhaupt nicht deine Meinung ist. Deine Meinungen, die du vertrittst, in politischer Hinsicht, in religiöser Hinsicht, in medizinischer Hinsicht, was gesund ist und was nicht gesund ist, ist nicht deine Meinung. Das ist hundertprozentig sicher. Du musst bloß einmal tief in dich reinschauen. Warum glaube ich das eigentlich? Weil der das erzählt hat, weil man das in der Schule erzählt hat, weil das in dem Buch drin steht. Immer die erste Programmierung, die du begriffst. Bekommst. Ich sage mal, das erste Betriebssystem, das du in dir hast, ist schon mal die Grundlage, welche Programme du laufen lassen kannst. Und solange du nur auf einem primitiven Basic-Betriebssystem läufst, meine wunderschöne Metapher, wo ich sage, das komplette Wissen deiner Menschheit, all diese logischen Systeme sind Basic-Programme. Du hast von Windows überhaupt noch gar keine Ahnung. Und da wächst du automatisch hin, so wie du jetzt in dieser Symbolik des Säugetiers vom Säugling bis zum Greis im Laufe eines Lebens. Ich nenne es immer dein Lebensbuch, das du durchlebst. Und da muss dir doch klar sein, dass es keinen Sinn macht, den Körper eines Säuglings am Leben erhalten zu wollen. Oder den eines Schulkindes am Leben erhalten zu wollen. Es sind Existenzen, Enosh, das hebräische Wort für Mensch. Enosh heißt sterblich, unheilbar krank und genau genommen auch sehr, sehr böse. Das ist kein Adam. Der Adam macht sich kein Bild von sich selbst. Das erste Gebot. Du musst ein Geist werden, der begreift, wenn ich jetzt an meinen Körper denke,
Den Körper, der Affenkörper, der jetzt in mir auftaucht, das bin ich nicht. Das ist ein Gedanke. Ein Gedanke, eine Information, die ich in dem Augenblick besitze, wo ich das, meine Information, wenn ich sie denke. Aber was ist der Unterschied, wenn ich nicht mehr an den Körper denke, sondern ein Haus anschaue oder eine Kirche anschaue oder einen Wald anschaue? Dann wechsle ich meine Informationen, was an mir selbst als träumenden Geist oder Computer, wo die Bilder tauschen, sich überhaupt nichts verändert. Das ist eine andere Ebene. Und ich betone immer wieder, was ich dir jetzt sage, ist kein esoterisches oder religiöses Geschwätz. Wir reden von dem, was 100% sicher sofort hier und jetzt überprüfbar ist, natürlich nur von einem Geist. Einem bewussten Geist, der langsam wach wird, der aufhört, sich mit einem Gedanken von sich selbst zu verwechseln. Und darum ist es ja auch so, wieso, wenn jetzt, könnte ich sagen, wieso, wenn die Holofeeling-Videos nicht gesperrt, musst du unten hinschauen, weil das ja bloß immer 200, 300 Klicks sind, sollen es mal 1000 Klicks sein. Breit ist der Weg der Masse. Dieses geistlose Gestreite und Nachgeäffe, die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit und die Ursache ist ein Programm. Der Sinn dieses Lebens ist, dieses fehlerhafte Programm zu durchschauen. Und dass die Welt ein Matrix, ein Computerprogramm ist. Ich muss alles, was ich dir erzähle, in eine Form bringen, dass es auf Basic läuft. Das heißt, wenn ich dir jetzt ein 3D-Videospiel, eine offene Welt, die du in 3D spielen kannst, ein Programm mit sinnlich, praktisch, optisch, sinnlich, voll real in deiner jetzigen Vorstellung von Realität, optischen Bildern, real erscheinenden Traum, den kannst du auf Basic nicht laufen lassen. Und genauso musst du jetzt einfach dich nach oben denken. Wie muss eine Welt aussehen, die mit Basic aufbaut, wenn ich mit, Entschuldigung, die mit Windows aufbaut, wenn ich jetzt mit einem Basic-Betriebssystem schon so eine gigantische Welt entfalten kann? Und das ist eigentlich ein relativ simples Prinzip. Du wirst merken, es kann man auch sehr, sehr leicht lernen, es ist in dir drin. Aber das Erste, was du brauchst, ist Neugier. Menschen, die einseitig rechthaberisch sind, kannst du alle abhauen. Es sind zuerst einmal nur Figuren in deinem Traum. Inklusive dein eigener Körper ist eine Erscheinung in einem Traum, eine Information, die absolut vergänglich ist. Nur für den Moment, wo sie gedacht wird oder sinnlich wahrgenommen, als sinnlich wahrgenommene Information angeschaut wird. Und wenn du das jetzt jemandem sagst, das ist wieder dieses Beispiel, du bist ja bloß ein dummer Affe. Schau, wie die Figuren in deinem Traum reagieren, wenn du das mit Ernst als Brösel unter Brösel sagst oder immer zu jemandem sagst. Dann werden die ganz massiv böse reagieren, die meisten, die wenigsten haben den Humor und lächeln eigentlich bloß. Richtig verstanden hat es einer, wenn er sagt, endlich einmal einer, der Ordnung hat. Interessant, man weist dich darauf hin, was du im tiefsten Innern glaubst und du bist beleidigt. Das ist ein ganz toller Trick, um zu Menschen, Affen zu entlarven, ob sie wirklich nur Affen sind oder ob sie Geist im Hintergrund, hinter der Persona, hinter der Maske, hinter der Affenmaske einen Geist setzt. Weil du kannst dann gleich sagen, ja, wenn du das nicht bist, wieso versuchst du denn dann möglichst lange am Leben zu halten, dieses sterbliche Säugetier? Ein prinzipiell unmögliches Unterfangen. Will auch keiner mehr. Und jetzt gehen wir in deine Medizin. Ich sage zu allen Zeiten, deine Mediziner äffen genauso noch wie alle anderen. Deine Chemiker äffen noch, deine Physiker äffen noch. An Beispielen mangelt es nicht, dass du plötzlich merkst, dass diese Sachen, die man dir erzählt, vollkommen unmöglich sind. Wenn welche physische Auszeichnungen kriegen, ich wiederhole immer diese Sätze, wann leuchtet dir das einmal ein? Wenn physische Auszeichnungen kriegen, weil sie Dachionen entdecken, das sind unsichtbare Teilchen, die in einer unsichtbaren kosmischen Strahlung entstehen und mit Überlichtgeschwindigkeit auf die Erde zufliegen. Wie willst du das entdecken? Wie will ein Mendeleev entdeckt haben, dass ein Wasserstoff, das Mendeleische Periodensystem, dass das Wasserstoffatom ein Proton und ein Elektron hat, das außenrum läuft. Wie willst du das entdecken? Wie will Crick & Watson die DNA, die so unvorstellbar klein ist, dass man sie nicht einmal unter einem Elektronenraster-Mikroskop sieht, wie will der das entdecken? Es sind symbolische Bilder, es sind Metaphern. Mit Holofeeling in der Sprache entschlüsselt sich das vollkommen in einen vollkommen neuen Sinn. Und zwar mit einer arithmetischen Präzision. Und die Welt der Zerstrittenheit und der einseitigen Rechthaberei, diesen Irrsinn, den ich dir zurzeit in deinen Traum einspiele. Wir können doch mal ganz kurz was anschauen. Ich will das nicht so lang machen. Dann machen wir Bildschirm dein mit Ton. Und zwar schauen wir uns den kurz an. Da springen wir rein. Finde ich ganz muffig, das Kerlchen.
die es dort geschafft haben, die konnten früher oder später damit rechnen, dass sie irgendwie mal einen Ministerposten ergattern oder allenfalls gar das Kanzleramt. Das hatte also auch karrieretechnisch eine klare Ausrichtung und man wusste, wenn ich in die CDU eintrete, dann bekomme ich irgendwann mal einen lukrativen Posten in der Politik. Es geht ja nur, die sind ja jetzt alle bei der Wahl, um aktuell zu bleiben, geht es ja nur, dass jetzt die Ministerposten verloren gehen, wenn du in der falschen Partei bist, dass die Sitze, es geht nur um den eigenen Arsch. Wenn ich es nicht ganz dumm anstelle, vereinfacht ausgedrückt. Nun, das ist ein Problem. Eine Partei, die jahrzehntelang sich daran gewöhnt hat, Machtpositionen ihren Mitgliedern, im Unterschied auch zu den meisten deutschen Journalisten, neige ich zu einem eher versöhnlichen Blick auf Deutschland. Mit der Schweiz bin ich etwas kritischer. Ja, jetzt habe ich hier das war das verkehrte Video. Ich mache das einmal erzählt, glaube ich, in einem anderen Video. Ich mache das nochmal aus. Ich habe die verkehrte Stelle erwischt. Das kann auch passieren, von den vielen, vielen Stellen, dass hier zum Beispiel eine Aussage kommt, die du hast, du kannst es nicht mehr sagen. Ich habe darauf hingewiesen, du lebst zur Zeit, auch wenn das schön geredet wird, durch die Einseitigkeit in einer Welt des absoluten Faschismus. Da geht es hier mit der Maske, geimpft oder ungeimpft. Ich zitiere jetzt ganz einfach von einer Sendung, Bild TV, wo eine Journalistin hier sagt, sie ist geimpft, aber sie lehnt es komplett ab. Sie geht mit Bekannten in ein Lokal rein, wo 2G-Regel ist. Da ist sie wieder rausgegangen, da will sie nicht drin sein, weil das diskriminierend ist für die Ungeimpften. Was sich keiner sorgen traut, was ich jetzt ganz offen ausspreche, jeder Ungeimpfte in Deutschland sollte sich einen Judenstern hinhängen. Das wird natürlich keiner sagen, weil du bist politisch tot, wenn du das böse Judenwort, man spricht mittlerweile bloß von den N-Wörtern in Bezug auf Neger, auf Schwarze. Ich sage das jetzt erstmal einfach nur Wörter, die Schwarz, Negroid, Schwarz, ist einfach nur ein neutrales Wort, wie Nazi einfach auf eine Nation hinweist, wo du als Affe geboren wurdest, angeblich, in deiner ausgedachten Hierarchie von Darwinismus, der übrigens nichts leichter lässt sich widerlegen, auch arithmetisch wie der Darwinismus. Es sind Lügengeschichten. Es sind geistlos nachgeäffte, in deinem eigenen Kopf verwirklichte Vorstellungen, die du niemals denken würdest, wenn man dir im Kindesalter das nicht erzählt hätte. Was ist das Schwammbeispiel? Ich sage jetzt chronologisch für deine Basic-Logik verstehbar. Ein kleines Trockennasenäffchen, das auf die Welt kommt, ist wie ein Schwamm. Seit 20 Jahren erkläre ich das. Das ist eigentlich noch leer. Es ist der Schwamm, das ist eine Grundanlage, eine gewisse Genetik da. Und dieser Schwamm neigt in einem chronologischen Denken zu wachsen. In einer Form von vorgestellter, jetzt ausgedachter Zeit geht dieser Schwamm auf. Und dann ist zwangsläufig, er saugt sich mit dem voll, in dem er sich befindet. Lasse ich einen Schwamm in Wasser aufgehen, ist er voll Wasser, in Kaffee ist er voll Kaffee, in Wein ist er voll Wein und so weiter. Und du bist jetzt, wenn du an deinen Körper denkst, an dich als Mensch denkst, bist du nichts anderes wie ein vollgesogener Schwamm. Deine ganze Meinung, deine Glauben, dein Wissen ist Schwamminhalt, den du dir überhaupt nicht raussuchen konntest. Ein Beispiel, ich predige das seit über 25 Jahren, jetzt bewusst zeitlich gesprochen. Das heißt, wenn ich dich jetzt als Baby ausgedachterweise, dich Geist, der du dich mit einem Trockennasenaffen verwechselst, dieses Trockennasenaffenäffchen nehme und ich lasse es in unterschiedlichen Kulturen groß werden. Du wirst adoptiert in Persien, in Indien, in China, in Japan, egal wo. Und du wirst mit Liebe großgezogen. Dann saugst du dich mit dieser Kultur vor, voll. Und dann wirst du jetzt als Erwachsener, wenn du in den Spiegel schaust, das ist der Schwamm selber, wirst du auf deiner VR-Brille als Spiegelbild, wirst du denselben Körper sehen, den du jetzt siehst, in dem Alter. Aber du wirst einen anderen Glauben haben, du wirst eine andere Sprache sprechen, du wirst bestimmen, ob man Schweinefleisch essen darf oder nicht essen darf, ob man Rindfleisch essen darf oder nicht essen darf. All deine ganze Logik ist nur ein vollgesogener Schwamm und du sagst, das ist meine Meinung. Das ist jetzt noch zeitalterabhängig. Es ist ja immer das Hauptproblem, ist das chronologische Denken. Geh doch jetzt einfach in deinen jetzigen Programm, das ich dir gegeben habe, auf die Straße, schau dir die jungen Männer an. Ich sage, du kannst dann Zeitrahmen, wenn du jetzt mal angenommen, jetzt hängt davon ab, wie alt denkst du dich jetzt? Das ist ja interessant. Der Geist, der mich jetzt sprechen hört, wenn der an sich denkt, denkt an den Körper, den spricht er gewisses Alter zu. Wie alt denkst du dich?
Es ist interessant, ob du dich jetzt 20 oder 30 oder 60 Jahre alt denkst. Wenn du an dich denkst, denkst du immer jetzt an dich. Das heißt, jeder dieser Körper vom Säugling bis zum Greis in Bezug jetzt auf die transversale, vertikale Computermetapher kann immer nur jetzt auftauchen. Und all die Körper sind gleichzeitig auf der Datei. Das ist das zeitlose Denken. Und wenn du jetzt junge, und ich bleibe jetzt mal wirklich zeitaktuell, schau das Datum unten an, wenn du junge Männer anschaust, die eigene Meinung, wenn sich, ich kritisiere jetzt nicht, ganz, ganz wichtig, ich beschreibe wertfrei, ohne ein Gefühl, ein Hauch von Gefühl, dass ich das richtig oder verkehrt ansehe, ich beschreibe dir das Prinzip, das du mit Basic verstehen kannst, mit deiner jetzigen Logik im Hintergrund, die nichts mit richtig und verkehrt zu tun hat, sondern mit Entgeistigung. Wenn du dir jetzt viele junge Männer anschaust, die sind zu und auch Frauen zugepflastert mit Tattoos bis zum Es geht nicht mehr. Meinst du, das ist denen ihre eigene Meinung? Bitte versuch nicht irgendjemanden, der das macht, der in dir auftaucht, einen Antagonisten, das zu erklären. Ich sage noch einmal, du kannst einen Gedanken, eine Information von dir nicht erklären, dass sie nur deshalb existiert, weil du Geist sie jetzt ausdenkst. Das geht bis ins kleinste Detail. Ich habe so kindgerechte kleine Beispiele. Ich sage jetzt wieder Schnipp und jetzt denkst du an deine zwei Hände. Und jetzt kannst du die zwei Hände vors Gesicht hinhalten und die mal auf und zu machen. Und wenn du die jetzt anschaust dabei, während du die auf und zu machst, muss dir klar sein, die haben jetzt nicht existiert, solange du mir zugehört hast. Erst durch die Worte, denk an deine zwei Hände, hast du zwangsläufig an die zwei Hände gedacht und die kannst du jetzt auf deine VR-Brille holen und auf und zu machen, hast du das Bedürfnis, diesen Händen zu erklären, dass du sie jetzt erschaffen hast und dass die genau das tun, was du sie ihnen tun lässt. Als träumender Geist, jede Figur, die in deinem Kopfkino auftaucht, jeder Mensch, egal was der er ist, weil du ihn denkst, er ist charakterlich genauso, wie du ihn denkst und er wird das sagen oder erzählen, weil du das jetzt träumst. Das, was der Udo dir jetzt erzählt ist, weil du das träumst, der Udo, den du dir ausdenkst, hat keinen Einfluss drauf. Der hat auch keinen Einfluss drauf, ob du jetzt sagst, was ist das für Scheiße und du klickst das Video einfach weg, weil du sagst, das ist ein Krampf, mit dem habe ich nichts zu tun, dann hast du nicht zugehört. Ich habe einen Einfluss drauf, weil ich derjenige bin, der dich das träumen lässt. Dann musst du aber die 4X verstanden haben. Und ich sage dir nochmal, ich bin wirklich der, der ich bin. Hat mit dem Brösel-Udo nichts zu tun. Ich tauche in unendlich vielen Formen auf. In dir. Das sind Beispiele, die sind hundertprozentig sicher. Ist es so schwer zu verstehen? Du hast eigentlich nichts zu machen. Ich betone immer wieder, deine Rolle spitzt du weiter. Die Verwandlung besteht darin, dass du zum bewussten Beobachter wirst. Und mit der Vatersprache, wenn du dir die aneignest, wenn du die Reife dazu hast, wirst du merken, dass jede Kleinigkeit, jeder Moment, jeder Liedtext, jede Überschrift, wenn ich mit dir eine Zeitung lese, lese ich denselben Text mit dir und es steht was komplett anderes drin. Und die Frage, was jetzt richtig ist, stellt sich bei Holophilien nicht. Es sind viele Möglichkeiten, was ein Wort bedeuten kann. Du legst bloß immer eine Seite aus. Um nochmal auf die Tattoos zu kommen. Das Zungenpiercing-Beispiel von mir ist über 30 Jahre alt. Kannst ja nachforschen, wenn du das jetzt nicht kennst. Von wegen, das ist meine Meinung. Du hast keine eigene Meinung. Deine Meinung ist eine Anderung, nämlich das, was du geistlos nachäffst. Das ist das, was ist. Und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Eine Einseitigkeit, die du nachäffst, und warum äffst du das nach? Weil dir das logisch erscheint. Und jetzt mache ich wieder, du bist der Computer. Das erste Betriebssystem mit den ersten Programmen, das ist deine Logik. Das ist wie ein Virus, den du dir eingefangen hast. Das ist der Virus. Es ist so unendlich geistlos, tierisch primitiv, um Standpunkte zu streiten. Du wirst irgendwann einmal erkennen, dass Menschen um dich herum nicht einmal in der Lage sind, das simple Tassenbeispiel zu verstehen. Das ich so oft bringe, der Henkel ist rechts, der Henkel ist links. Ich erweitere das dann mit meinem Kabelsteckerbeispiel in Bezug auf das Auto. Es ist so unendlich primitiv, wo ich behaupte, jeder 13-Jährige, der einen Hauch von Geist in sich hat, der wach werden will, der kann das sofort nachvollziehen, der wird sprachlos werden im Angesicht der Elite deiner Menschheit. Und da kann auch die ganzen Ärzte dazu. Sie plappern doch auch zu allen Zeiten das nach, was man ihnen erzählt hat. Das Hauptproblem beginnt in der ersten Grundannahme.
Du bist bloß ein dummer Affe, du bist ein sterbliches Säugetier. Das bist du nicht. Das ist Materialismus in seiner reinsten Form. Im Anfang war die Materie und irgendwann haben sich im Jahrtausende, das ist chronologisches Denken, das nächste Denken, nichts ist leichter zu überprüfen, als jeden Gedanken, den du denkst, den man jetzt denkst. Und dass jeder neue Gedanke, den du denkst, den bestehenden Gedanken zerstört. Und wenn da schon einer diskutieren will, egal ob jetzt das auf der Bröselebene deine Eltern sind, deine Kinder sind, ich zitiere mich selbst, nimm es, wie du es willst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst irgendwann einmal erkennen, solange du deinen Vater, deinen Bruder, deine Trockennasenaffenmutter mehr liebst als mich, bist du meiner nicht wert. Du wirst nämlich erkennen, dass deine größten Feinde in deinem Traum deine eigenen Hausgenossen sind. Das sind Jesus-Worte. Und ich bin der, der ich bin. Aber ich rede jetzt von dem roten Geist, nicht von dem Pixelmännchen Udo oder dem Affen Udo, der in dir auftaucht. Es ist genauso eine vergängliche Erscheinung wie alle anderen vergänglichen Erscheinungen auch. Wir wollen uns über das Ewige unterhalten. Jenseits dieser chronologisch ausgedachten Religion. Wahrlich, ich sage dir, habe ich vor 2000 Jahren jetzt gedacht, gesagt, ehe Abraham der Stammvater war, bin ich, den gibt es nämlich nicht, ehe Neandertaler waren oder ein Urknall war, bin ich. Das ist eine Erkenntnis gewesen, seitdem durch dich sehr, sehr viel lernen, durch sehr, sehr viele Leben gehen. Sehr oft sterben und wiedergeboren werden. Und jetzt sage ich dir, ehe dieser von dir ausgedachte Udo ist, bist du. Weil wenn du dir den Udo nicht ausdenkst oder den Jesus nicht ausdenkst, gibt es die gar nicht. Wenn diese Figur nicht auf deinen Schwamminhalt drauf sind, können die gar nicht in dir auftauchen, wenn du die Computermetapher verstehst. Das ist ein vollkommen neues Weltbild. Das ist ein Quantensprung, ein Erweckungsprozess, den deine Figuren in deinem Traum niemals erleben werden. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das ist der einzige Geist in einem Traum. Und so ein einfacher Satz, es rauscht an euch bröseln vorbei ohne Ende. Aber es sollte nicht an den Geist des Funken vorbeirauschen, der du bist. Es ist immer derselbe Geist, das habe ich alles erklärt, nur mit einem anderen, der Leser eines anderen Buches. Es ist immer derselbe Schauspieler, er spielt bloß eine andere Rolle zu einem anderen Zeitalter. Dieses Zeitalternieren wird passiert aber immer hier und jetzt. Diese Bewegung, das ist das Movement, wo ich mit reinstelle. Take me to the church. Wirst gleich merken, wenn du dann das Video danach ausschaust, was ich damit meine. Eine unendliche Vielfalt von Übersetzungen, wenn du in die geistige Tiefe der Worte hinabsteigst. Und es ist natürlich hier Corona-Leugner, dieses oder jenes, das ist ja noch relativ heftig, aber bei Holophilien geht es noch einen Schritt weiter. Da wird die ganze Welt da außen geleugnet, der eigene Körper wird geleugnet. Das ist keine Leugnung, das ist eine bewusste Erkenntnis von dem, was ist. Wenn ich an was nicht denke, existiert es nicht. Ich müsste nur wissen, was das Wort Existenz, Existere bedeutet. Und dann sulzen dich diese Affen in deinem Traum voll, wohlgemerkt, weil du das träumst und du träumst es, weil ich dich das träumen lasse. Die Reden laufen von Fakten. Ein Prozess, der sich jetzt gedachterweise, und jetzt muss ich wieder meine Geistesfunken trennen, je nachdem, wer du bist, ob du ein kleiner Geist bist, der noch zu lernen hat, vor nichts und niemandem Angst zu haben, oder ob du schon ein fortgeschrittener Geist bist, dass du jetzt in die geistige Schule, sage ich einmal, komm, die Vatersprache zu lernen. Ihr redet von Fakten. Frag doch einmal die Leute, was Fakten bedeutet. Tausende Male erkläre ich das. Die wissen noch nicht einmal, was ein Faktum ist. Eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Die Tatsache besteht darin, dass du jetzt an irgendwas denkst. Das ist das Faktum. Das ist die Tat. Und dadurch entsteht in dir eine ganz bestimmte Information. Aufbauend auf den geistlos nachgeäfften Wissen auf deinem Programm. Das ist das Fakt. Und nicht, dass das, was du jetzt denkst, da außen auch dann ist, wenn du nicht dran denkst oder in der Vergangenheit schon war, bevor du es gedacht hast. Das ist das genaue Gegenteil des Faktums. Was ist Mathematik? Es ist das geistlos nachgeäffte Wissen, das gelernte Wissen eines Dummkopfes, das geistlos rezitierte nach Tier, das rezitierte, nachgeäffte Affenwissen von Menschen, die sich vernunftbegabte Menschen nennen. Egal, wer du jetzt bist, ob du ein Professor bist, ob du ein Pfarrer bist, das ist gleichgültig. Ich spreche den Geist an, der diese Rolle spielt. Du musst dich wieder erinnern, was du selbst bist und was deine Gedanken sind, was die Rolle ist, die du spielst.
Und dann sage ich dir gleich, du fährst gut, wenn du irgendein relativ unscheinbarer Brösel bist, eine Irene bist, eine Karin bist, die keine alte Sau in der Welt kennt, dann kannst du dich nämlich da ganz, ganz leicht und still aus dem Staub machen. Wenn du jetzt aber einen gewissen Status als selbst ausgedachter Weise, eine Persönlichkeit, schon das Wort Persona heißt Maske, eine geistlose Maske, eine Persönlichkeit im Traum spitzt, hast du es wesentlich härter. Und ich sage dann auch hier immer wieder, spiel deine Rolle ganz normal weiter, wenn du es kannst. Aber umso mehr dein Bewusstsein in dir wach wird, umso mehr wirst du das nicht mehr können. Dann wirst der Saulus zum Paulus. Der Saul. Die Geschichte habe ich so oft erzählt vom König Saul. Und dann schaust du die hebräischen Worte, wenn wir reingehen, das ist immer wieder das Spiel von Frage und Antwort. Was sind Antworten, was sind die Fragen? Fragen, bitten, betteln, das ist das grundrätigste hebräischen Wort, das Saul, Shaul, Shin Aul. Die Antworten sind alle in dir drin. Und die Fragen, die in dir auftauchen, sind, wenn du Fragen stellst, willst du immer nur einseitig unvollkommene Antworten haben. Das erste Problem, das du zu überwinden hast, ist es richtig oder ist es verkehrt? Die Frage stellt sich bei Holofeeling nicht. Ich sage, schau einfach, was jetzt da ist und dann siehst du irgendwelche, die irgendwas Einseitiges behaupten. Du kannst dann beobachten, dass du bei der einen einseitigen Aussage innerlich nickst mit einem trockenen Nasen auf den Kopf und sagst, das stimmt, das ist richtig und bei der anderen Seite bist du entsetzt, weil der das behauptet. Und du sollst jetzt einfach der werden, der das anschaut, der seine Informationen anschaut und dich nicht mit dem Affen, der nickt oder sagt, was ist das für ein Arsch, das stimmt doch überhaupt nicht, sich über was aufregt. Du darfst dich mit den Gedanken nicht verwechseln, das bist nicht du. Das ist in einer Reihenform. Und wenn ich jetzt sage, deine Feinde sind die Hausgenossen, wenn du diese einfachen Beispiele bringst, probier es doch einfach aus, dieses Spiel, du bist ja bloß ein Affe. Oder erklär diese einfachen Beispiele und schau, wie die Mitmenschen als Brösel und der Brösel darauf reagieren. Du wirst entsetzt sein, stimmt, Irene, wenn du an deine Tochter denkst. Man muss es einfach hinnehmen. Jetzt ist aber in dir noch das Trockennasen auf dem Mama-Programm zum Beispiel, wenn du die Rolle der Irene spielst. Du kannst auch die Rolle eines Vaters spielen, der seinen Sohn liebt und merkt, der driftet ab in irgendeine Szene, die dir nicht passt, weil sie dir verkehrt erscheint. Ich sage zuerst einmal, dreh dich um, schnauf einmal tief durch, dann drehst du dich wieder rum und jetzt mach das, was du magst, es sind Affen. Liebe sie. Mein Überbegriff ist lieben, du hast die zu lieben. Ich meine nicht, dass du dich jetzt davon stellst, das funktioniert nicht. Aber in der vollen Erkenntnis, es sind ja nur Figuren in meinem Traum, irgendwie bin ich dann doch der Vater, in einer Form von Schöpfer. Ich erschaffe die ja jetzt in mir. Und dann nehmen die wie kleine Äffchen als Haustiere, wie du Katzen liebst und Hunden liebst. Kümmer dich um die, wie um die Deppenkatze bei dir gerade. Pflege sie. Hab sie lieb. Aber erwarte nicht, dass die irgendwas verstehen und du willst die auch nicht anders haben. Karin will nicht bei ihrer Katze, dass die Katze das versteht, wenn sie. Würdest du da ihr groß was erklären, zu erklären versuchen, wenn sie wieder blöd spielt? Wenn du das mit deiner Tochter kannst, Irene, oder du mit deiner Tochter, Holger. Du musst die lieben, so wie sie sind. Ich mag es jetzt wieder so, du wirst die Sinnlosigkeit erkennen, einen Gedanken von dir, das zu erklären. Wenn die ein Geist sind, dann sind sie Geist. Das ist das Erste, was du zu akzeptieren hast. Liebe alle Charaktere in den Büchern, in der Belletristik, in den Märchengeschichten. Nicht nur die Guten. Du musst die Einseitigkeit, die einseitige Auslegung überwinden. Das ist das, was du jetzt zu lernen hast, noch vor der Vordersprache. Das geht nur in einer schonungslosen Selbstbeobachtung. Das Tierchen gucken seit wieder über ein Vierteljahrhundert, die 25 liebe ich nämlich. Die haben wir schon in Pythagoras. 2, 5. Da ist das HBH schon mit drin in einem gewissen Maß. Es ist alles eine Arithmetik, es ist wirklich ein göttliches Programm. Und es geht mir nicht um Intellekt, das betone ich immer wieder, wenn dann viele sagen, da komme ich nicht mit und das verstehe ich nicht. Ich sage, du wirst es irgendwann einmal lernen müssen. So wie du jetzt als Mensch, Menschenäffchen, irgendwann einmal das Lesen und Schreiben gelernt hast. Aber es hängt von der Reife ab. Und Vordersprache lernen beginnt erst, wenn du die Grundvoraussetzung, dich so weit diszipliniert hast, dass du dich nicht über jeden Bibifax aufregst und vor allem, dass du von nichts und niemandem, was in dir auftaucht, Angst hast. Du bist immer, du warst schon immer. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du immer, du bist Geist.
Und alles, was du dir ausdenkst, egal wen oder was du jetzt denkst, hört mich nicht sprechen. Du kannst dir jetzt andere Menschen ausdenken, die sich dieses Video anschauen. Das ist ein Gedanke von dir, der nur existiert, wenn du das denkst. Übrigens auch dein Körper, wenn du jetzt an den denkst, dass du jetzt dich denkst und du sitzt vor dem Computer und schaust dir das Video an, ist auch nur ein Gedanke. Und du wirst jetzt erkennen, dass der die meiste Zeit nicht da war, wenn du aufmerksam zuhörst. Und ich habe sogar erklärt, wie du das Gefühl in dir erzeugst, dass Sachen dann auch dann da sind, wenn sie nicht da sind. Ich habe jetzt einen Geist und den Geist spreche ich drei Programme zu. Die vielen Sachen, mein Wildbasal-Beispiel. Ich gehe immer wieder die Sache und ich mache jetzt wieder Schnipp und du denkst dir jetzt die drei Pixelmännchen aus, Holger, Karin, Irene, halb vier und in Udo. Und die haben Brillen auf der Nase. So, wenn du die Karin warst, wo war jetzt die ganze Zeit deine Brille? Hast du deine irgendwie nur eine Sekunde an die Brille gedacht? Beispiele von mir. In dem Moment, wo das Wort Brille ich jetzt ausspreche, spürst du die, sinnlich wahrgenommen. Natürlich immer abhängig. Gleichgültig, ob du jetzt der Holger bist, zu sein glaubst, oder die Karin, oder die Irene, oder der Udo. Jetzt durch das Ansprechen der Brille entsteht die Brille als Information. Kann ich den Rahmen mir jetzt anschauen, wenn ich mir den Augen kreise? Die muss ich mir natürlich erst ausdenken. Wo waren die ganze Zeit deine Augen? Was sagt deine Logik? Ich wiederhole das immer wieder. Ja, meine Augen sind doch die ganze Zeit da gewesen, sonst hätte ich doch nichts gesehen. Meine Ohren müssen doch da gewesen sein, sonst hätte ich doch nichts gehört. Du drehst die Kausalität auf den Kopf. Mein Klingelingeling-Beispiel, nicht verstanden, sechs Sätzen wiederholen. Das Problem ist, du wiederholst dieses Leben im Hier und Jetzt bis in alle Ewigkeit. Glaub es mir, wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Du bist ein ewiger Geist. Mir macht hier kein religiöses Geschwätz. Kirchen, kannst du in die Tonne klopfen? Größte Fehlerfragebogen, die es überhaupt gibt. Das ist die einfach, ob du das akzeptierst oder nicht. Ist einmal zuerst eine einseitige Aussage. All deine Kirchen und Religionen, und dazu gehört auch die Parteien, ob wir das jetzt Sekte religiös nennen oder politische Gruppierung nennen. Welche jegliche Form von Leid in deiner ausgedachten Welt? In dieser Führerscheinprüfungsbogen wird. Es geht um Macht und um Geldgeilheit. Um Postengeschachere, das ist die Menschen interessiert, die einen Dreck, das ist Scheinheiligkeit. Dann natürlich Gegenseite. Wir haben 16 Perspektiven. Da gibt es so viele kleine Pfarrer, denke ich mir jetzt zum Beispiel, die sich den Arsch aufreißen für ihre Gemeinde. Steht in Ich bin du schon drin. Aber die leiden doch unter dem System, wo sie angestellt sind, noch mehr wie die anderen. Wenn sie wirklich ein offenes Herz haben. Es ist immer, du kannst nicht ja oder nein. Es ist immer zuerst einmal der große Block, was ich sage. Was ist der Hintergrund? Aber die eigentliche Ursache ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt, das Programm, das in dir läuft, deine Logik. Du hast noch keine Logik, du hast vor dem göttlichen Logos überhaupt noch keine Ahnung. Dann würdest du nämlich verstehen, was es heißt, im Anfang war das Wort, W-Ort. Alles, was geworden ist, ist Wort. Was Welt bedeutet, einfach nur ein polarer Rand. Es ist die Welt deiner Gedankenwellen. Und du solltest dich nicht mit einem Gedanken, mit einer Welle verwechseln. Das sind so Beispiele, wie ich sage, wenn du immer bist und du wirfst Wellen auf und du siehst das Geschwingel über dir. Du kannst ja nicht sagen, die Welle bin ich und die anderen Wellen bin ich nicht, wenn du das Meer selbst bist. Elhayom UB 86. Und ich behaupte ja, dass ich du bin. Du bist eine Facette von mir als Geistesfunken. Aber genau genommen wirst du irgendwann einmal ich sein. Dann sind wir eins. Das ist dieses Spiel im Regen, wo ich immer wieder sage, Elhayom, Gott, das Meer, das nichts ist. Ist allein, das will es nicht mehr sein, darum denkt es sich einen Ben, eine polare Existenz. Das können wir jetzt erst einmal blau machen, das ist der Sohn. Der dann mit 33 Jahren, das bin ich, JCH, erkennt, hey, ich bin ja eins mit dem Vater, ich bin ja UB. Jetzt ist aber das Problem, dann bin ich wieder allein. Und dann denke ich mir jetzt als JCH wieder einen Sohn, das bist du. Als Geistesfunken. Aber um was zu erleben, brauchst du ein Intellekt. Der Computer braucht ein Programm. Das sind so unendlich viele Leben. Das sind wie Videospiele, unendlich viele Videospiele. Wenn du das einmal wirklich akzeptierst und verstanden hast, das Akzeptieren ist, dass du die Rolle zu spielen hast, die du zurzeit spielst, aber dass du als Spieler wieder mit den vier Ichs komisch die Stufen hast. Das kleine blaue Ich ist der Körper, an den du denkst, die Persona, wenn du an dich denkst. Das große blaue Ich ist der Mensch, der du bist. Die Rolle, der Charakter, vom Säugling bis zum Greis, alles, was
in dem Leben auftaucht, gehört zu diesem Programm. Auch deine Vorstellung von einem heliozentrischen Weltbild und dass die hier vor ein paar hundert Jahren geglaubt haben, dass die Welt ja keine Kugel ist, sondern eine Scheibe ist. Das macht alles dein Programm. Aber das ist schon so reduziert. Ich könnte jetzt, wenn du Offenbarungen der letzten 20 Jahre studierst, wo ich zum Beispiel auf Weltbilder hinweise, du hast keine Ahnung, wenn du jetzt in einem Internet recherchierst, was gibt es da noch für Weltbilder? Ist nicht nur die Scheibe und die Kugel. Da gibt es noch zig andere Weltbilder, die natürlich alle falsch sind. Du denkst dir die einen wie die anderen aus. Du kannst dir Computeranimationen laufen lassen, was jetzt zumindest einmal hier universale Weltbilder sind. Ich nenne es einmal so, ob jetzt die Welt heliozentrisch oder geozentrisch ist oder eine Hohlkugelwelt ist oder ptolemäisches Weltbild und so weiter, habe ich darauf angesprochen. Dann kann man Computeranimationen auf dem Computer laufen lassen, eventuell sogar dreidimensional darstellen. Wenn ich ein Programm habe, kann ich Bilder draus machen. Die Schwierigkeit ist, dass du jetzt glaubst, eins dieser vielen Möglichkeiten ist da aus und so. Das haben wir ja jetzt erkannt und alle anderen haben nicht recht. Das ist ein großes Problem. Immer wieder, das ist richtig und alles andere ist verkehrt. Die Kehrseiten, die du nicht siehst. Die Sprache ist sehr, sehr präzise. Und da musst du dich einfach davon lösen. Es ist doch nichts einfacher, wie einfach nur zu schauen, was jetzt da ist. Komplett losgelassen zu haben, das, was jetzt da ist, in richtig und verkehrt einzuteilen. Schau einfach, was da ist. Darum sage ich, ich mache jetzt in dieser Corona-Krise überhaupt keinen Unterschied, ob du jetzt ein Querdenker bist oder ob du offizieller Mainstream bist. Die einen wie die anderen effen Einseitigkeiten noch. Du kannst dir bewusst machen, welche Einseitigkeit du nachäffst. Und zwangsläufig würde das andere total falsch verkehrt erscheinen. Das ist die Sache mit der Tasse. Das ist die Tasse, die Sache mit dem Kegel, wenn ich die höhere Ebene nicht verstanden habe, dass alles, was sich widerspricht, was Neues geben. Gesundheit und Krankheit geben zum Beispiel Heiligkeit. Aber die Heiligkeit löst dich von der unteren Ebene, dir einen Körper auszudenken, der gesund oder krank ist. Wenn du ein heiliger Geist bist, kann ich mir einen Körper ausdenken. Aber das sind dann immer Untersysteme. Das ist die Triadenlehre von Hegel, HGL. Es ist wie eine Welle. Du kommst immer wieder die zwei Seiten, die dann automatisch zu 4 werden, zu 8 werden, zu 16 werden und so weiter und so weiter und so weiter. Dein Beraten mit Geld, das Geld ist das große Problem. Zinsen, es geht ja nur um Geld. Wir setzen auf Wachstum. Was ist das für eine Geistlosigkeit auf einer Erdkugel? Oder dann auch hier die CO2-Lüge. Du lässt vollkommen aus den Augen, dass du dich in eine Einseitigkeit einklickst. Hier jetzt zu diskutieren, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, deine Lösung besteht darin, dass du von zwei oder mehreren Möglichkeiten eine einzige als richtig ansiehst. Bei Holofeeling geht es noch einen ganzen Schritt weiter. Was ist eigentlich mit dem Umweltschutz, mit unserem Klima, wenn es überhaupt keine Zukunft gibt und auch nur eine Erdkugel existiert, wenn du die denkst? Kann es auf einer Erdkugel, die nicht gedacht wird, Klimaprobleme geben? Kann in einer Zukunft, die niemals in der Zukunft passiert, irgendwas passieren? Die erste Erkenntnis ist, alles, was in mir auftaucht, taucht jetzt auf. Alles, was in mir zu existieren beginnt, existiert jetzt. Und es wird auch jetzt wieder zerstört. Das ist hundertprozentig sicher. Und es ist auch hundertprozentig sicher, dass wenn du jetzt wieder schnippelst, denkst du an deinen Arsch, dass du nicht in der Lage bist, solltest du jetzt irgendwo auf einem Stuhl sitzen, in einer Minute den Arsch von dem Stuhl aufzuheben. Du kannst es jetzt denken, wenn das passiert, dass der Arsch den Kontakt zu dem Stuhl, zu dem heiligen Stuhl verliert, passiert es jetzt. Das ist hundertprozentig sicher. Es macht keinen Sinn, mit ganz primitiven Lebensformen, die nicht einmal wissen, was 100% sicher bedeutet, in irgendeiner Form sich unterhalten zu wollen oder denen was zu erklären. Es macht keinen Sinn, irgendwelchen angeblichen Ärzten und Professoren, die nicht einmal einen Unterschied machen zwischen einem Menschen und einem sterblichen Säugetierkörper, sich irgendwie unterhalten zu wollen, denen was erklären zu wollen. Für Ärzte, die du dir ausdenkst, wie sehen die in Erscheinung treten, ist ein Mensch, ein Körper, nicht mehr und nicht weniger. Und den versuchen die möglichst lange am Leben zu halten.
Zumindest ist es der Denus, den sie äußern. Das ist aber nicht der Fall. Bei den allerwenigsten. Bei den allerwenigsten. Es ist Industrie, es ist Krankheitenerfinder. Und wenn du Arzt bist, schau tief in dich rein und frag dich, warum du das machst, was du machst. Und dann ist zwar noch der Arzteid in dir drin, das ist alles Schöndenkerei. Warum machst du es? Ich habe so oft erzählt, wenn du wirklich eine Berufung hättest, dann würdest du das sogar machen, wenn du Geld dafür bezahlen müsstest. Was ist mit Igelleistungen? Was ist mit dem ganzen Zeug? Krankheiten, dich sorgen um jemanden, indem du den Krankheiten einredest, vom Selbstheilungsprozess, dass das die Selbstheilung, die passiert, wenn du es geschehen lässt, die wird bei dir nicht eintreten, wenn du nicht dran glaubst, weil du verwirklichst immer nur deinen eigenen Glauben. Und das ist nicht dein Glaube. Du wirst irgendwann einmal erkennen, das, was du jetzt gehört hast, das ist dein tiefster innerer Glaube. Und ich werde dir sagen, wieso, weil ich jetzt nämlich du bin. Das ist ich bin du. Was heißt das? Das heißt nicht, dass du der Udo bist. Obwohl du der bist, wenn du an den Udo denkst, weil du bist immer, dein Körper ist deine Information, sondern dass ich der bin, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und der Udo erzählt es nur dem, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Da ist nur ein Allereinziger. Aber er hat eine Persona auf, eine Maske, die projiziert und filtert. Du projizierst mit deinem Intellekt Sachen auf deinen Monitor und das, was du jetzt selber in dir anschaust als Information, filterst du nochmal extrem einseitig und legst es automatisch wieder vollkommen neu einseitig aus. Und du musst diese Einseitigkeit überwinden. Nur du. Mich interessiert nur der eine Geist, der jetzt träumt. Den kann ich wach machen. Und in dem Moment, wo du diese Metapher, ist auch eine Metapher, in dir wirklich als richtig erkennst, als rot richtig. Jetzt haben wir wieder das Problem, richtig zu Richtigkeit verkehrt. Aber es gibt eine Synthese. Und das mache ich immer wieder, wenn ich jetzt sage, gut, rot, besteht aus gut und böse. Dof vera. Die Liebe, rot, von der ich dir erzähle, besteht aus Lieben und Hassen. Du darfst die rote Liebe, die selektiv ist, das liebe ich, nicht verwechseln mit der roten Liebe, die ist allumfassend. Ich liebe alles, was ich mir ausdenke. Auch die korrupten Politiker. Es ist einfach nur eine Geschichte, das ist ein Film, ein Führerscheinprüfungsbogenfilm. Die können sehr unterhaltsam sein. Schau dir doch die ganzen Politfilme an in Amerika, die du jetzt in dir wachrufen kannst aus irgendwelchen Mediatheken. Schau dir Filme über Wahlen an in Amerika. Habt ihr jemals davon irgendwas gelernt? Es geht doch immer um dasselbe, um Korruption, um Ausschmieren von Wählern, um Macht, um Stimmenfang. In all diesen politischen Filmen, amerikanischen Filmen, nahezu in allen, wird dir das vor Augen geführt. Und du glaubst immer noch an die Sinnheit der Demokratie? Wenn jetzt wieder hinter verschlossenen Türen Verhandlungen sind, wo es wieder losgeht mit Postengeschachere, es ist doch der Bürger als Ding an sich, ist doch ein lästiges Anhängsel, um den geht es doch überhaupt nicht. Was jetzt die Wahl selber, der Bürger hat bestimmt, es ist doch nur ein Spiel, was der Bürger bestimmt, ist doch auch wieder bloß Intellekt gesteuert, Angst mit Versprechungen. Wieso ist zum Beispiel hier das Östliche, diese Feindbilder, die Rechten und die Linken, wieso sind die absoluten Feindbilder? Wenn schon mal gesprochen wird, wir verhandeln mit allen demokratischen Parteien. Ihr wisst doch nicht einmal, was Demokratie bedeutet. Das ist zuerst einmal freie Meinungsäußerung. Das sind viele Puzzlestückchen, die in dir auftauchen, die man zusammensetzen kann, die eine vollkommen neue Einheit geben, aber nicht, wenn du irgendwas wegschmeißt. Ich ziehe bei deinem Auto bloß ein paar Kabelstecker ab und du kannst das Auto in die Tonne klopfen. Findest du übrigens irgendwo in den Ohrenbohrungen, ich bin nur ein Beispiel mit dem Kommunismus. Eine perfekte, geniale Konstruktion ist nur eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit wurde verkehrt gemacht. Die sind mit einem riesen Hurra losgefahren, eine Luxuslimousine mit allen Schikanen, das ist der Kommunismus. Sie haben aber vergessen, eine Schraube vom Benzinschlauch festzuschrauben und dadurch ist Benzin ausgetreten, auf dem Heiden Krümmer geflossen, hat sich entzündet und das Auto ist in Flammen aufgegangen.
Jetzt kann ich nicht sagen, das Auto ist scheiße, weil irgendwelche Deppen die Schraube nicht richtig anzünden. Es machen die Kleinigkeiten aus. Sofort ist das Auto scheiße. Das ist schlecht. Und du wirst feststellen, das gilt für rechts und links. Die linken Ansätze sind alle ganz hervorragend. Die wurden dermaßen abgesaut. Ich frage mich, wenn ich jetzt doch ein normaler Wähler bin, wieso will ich nicht links? Weil ich ein Dogma drin habe, links ist böse. Ist vollkommen korrekt. Sag ich die Vergangenheit, die du dir jetzt ausdenkst, die du vom Hörensagen kennst, die du vielleicht sogar selber erlebt hast. Wieso stehen jetzt einige wenige aus dem Osten auf? Weil sie langsam merken, hey, es passiert dasselbe jetzt wieder, was wir in der DDR gehabt haben. Bloß mit getrennten Vorzeichen. Und es wird niedergemacht. Ich kann immer wieder bloß sagen, solange du jetzt raumzeitlich denkst, solange du irgend öffentlich dein Geld verdienst, das Geld, das du angeblich zum Überleben brauchst, braucht ein träumender Geist Geld zum Überleben? Nur die Figuren, die du dir ausdenkst, weil du dir das denkst, das ist übrigens hundertprozentig sicher. Der Geist selber braucht was ganz was anderes, der braucht mich. Nenn es Gott, nenn es wie du willst. Aber der behauptet wiederum, dass ich du bin. Wir brauchen, um was zu erleben, einfach nur Informationen. Das Meer wird lebendig durch seine Wellen. Der, der immer ist und die vergänglichen Gedankenwellen sind untrennbar miteinander verbunden. Egal, was du denkst, egal, wo du dir das hindenkst, es ist hier und jetzt deine Information. Das ist hundertprozentig sicher. Und was du denkst, hängt ab von dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und das ist ein Nichts. Ich kann immer nur wiederholen, das komplette Wissen deiner Menschheit, wenn du zum Denken benutzt, ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Weil du keine Vorstellung hast, in welche Höhen du hinaufwachsen wirst oder hinuntersteigen wirst in die geistigen Tiefe, in den Dehum von El Hayom. Und das Oben und das Unten ist untrennbar miteinander verbunden und entspringt aus demselben Mittelpunkt. Creatio ex nihil. Das ist das absolute Nichts, das vor allem steht. Das ist El oder Al, wie du es nennen willst. Und dazu gehört La oder Le, wie du es nennen willst. Das ist Arithmetik in göttlicher Präzision. Und du musst der Erste sein, der das versteht und lernt, weil nur der Träumer kann den Traum verändern. Und der Träumer ist nicht der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist nur die Rolle, die du zurzeit spielst. Und da kannst du dich aus dem großen Weltgeschehen vollkommen raushalten, weil das große Weltgeschehen, nochmal, WELD, hast ein polarer Rand, ein Brandopfer. Du musst jeden Augenblick, der in dir auftaucht, jede Gedankenwelle, die in dir auftaucht, musst du opfern, um einen neuen Gedanken zu denken. Warum wiederholst du immer wieder dieselbe Scheiße? Ja, ich kann ja nichts machen, ich kann ja nichts dafür. Sag ich, jein. Du kannst als träumender Geist dir nicht raussuchen, was du träumst. Aber du hast eine Freiheit von mir bekommen. Du kannst anders reagieren, du kannst anders werden. Du hättest die Freiheit, wenn ein schlechter Film in dir läuft, dich zu fragen, was soll mir das jetzt sagen? Der Meister wird sicher was gedacht haben, dass er mir das jetzt einspielt. Wieso ist der Führerscheinprüfungsbogen eigentlich voller Fehler? Hat er Fehler gemacht? Oder will er was testen? Will er was prüfen? Ich prüfe ständig deine Liebesfähigkeit. Ich rede jetzt von der roten Liebe. Die rote Liebe ist nicht die selektive Liebe. Wenn du sagst, das liebe ich, und du fokussierst dich auf irgendetwas Bestimmtes, von dir Bestimmtes, dass das gut ist, lässt du alles andere im Hintergrund außer Acht. Und das ist Entheiligung. Die rote Liebe ist allumfassend. Und dann geht die Präzision los. Diese Beispiele, die ich immer wieder wiederhole, wenn die sich in dir wiederholen. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Ich habe jetzt die Kugel extra. KGL ist eine Welle. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Stimmt es oder stimmt es nicht? Die Frage stellt sich für einen bewussten Geist nicht. Ich würde zur Gegenfrage stellen, was verstehst du unter Schreiben? Schreiben. Wieder zwei Seiten. Farbe aufs Papier bringen, Farbe ins Spiel bringen, ist das Schreiben? Wenn du so Schreiben definierst, dann macht der Kugel, dann schreibt der Kugelschreiber das Gedicht. Aber bestimmt der träumende Geist, was er träumt? Er erschafft die Welt, die er träumt, in sich selber. Aber er bestimmt nicht, was er träumt. Jetzt ist es übrigens eine kybernetische Schleife. Wieso ist es eine kybernetische Schleife? Wir schauen uns immer mal eine Reihe an. Du wirst merken, bei einer Reihe
ist immer Anfang und Ende von der nächsthöheren Dimension verbunden zu einem Kreis. Also gut, der Kugelschreiber schreibt das Gedicht, aber bestimmt nicht, was er schreibt. Wer bestimmt es? Die Hand, die ihn führt. J. Die Hand bestimmt, was er schreibt. Der Kugelschreiber ist ein Sklave der Hand. Und was macht die Hand? Die Hand macht das, was das Gehirn, wo die Hand steuert, dem Gehirn der Mech-Animus. Mech ist Gehirn, Ani ist dein blaues Ich, Ani, schöpferische, existierende Intellekt. Das ist Ani, ist das hebräische Wort für Ich, das kleine blaue Ich. Großer Unterschied, wenn du die Heiligen Schriften im Original liest, steht da Anoki oder steht da Ani? Beides ist Ich. Dasselbe haben wir übrigens auch im Sanskrit. Da ist es Aham und Ma. Aber das wird jetzt zu weit führen. Also gut, das Gehirn schreibt das Gedicht. Aber das Gehirn kann bloß schreiben, wie es programmiert ist. Ich sage mal, ich habe das fortgeführt mit Goethe. Was macht Goethe, wenn ihm nichts einfällt? Wer lässt dem was einfallen? Und jetzt haben wir eine Reihe, die trennt sich irgendwie und du wirst feststellen, es ist trotzdem eine körperliche Schreibe. Wer erweckt letztendlich das, was auf dem Papier in Erscheinung tritt? Ganz einfach, schau das Wort an. Papi, er. Das, was beschrieben wird, ist das Papier. Aber Pa, P-H heißt hier und Pi heißt Pi. Das ist die Weisheit Gottes oder das Wissen deines Intellekts. Und das wird erzeugt von dem Erwachen. Das ist er, das ist das Papier. Es ist eine kybernetische Schleife. Dazu brauchst du Fantasie. Fantasie, die über Logik hinausgeht, logische Systeme, Programme sind nicht fantasievoll, da können viele von lernfähigen Programmen reden und so weiter und so fort. Sie sind immer abhängig von dem Programm. Und jeder Programmierer weiß, erste große Erkenntnisse, du kannst mit einem Programm keinen Zufall erzeugen. Es gibt zwar Zufallsgeneratoren, aber da bin ich reichlich drauf eingegangen. Da hier zu meinen, die Maschinen werden irgendwann mal gescheiter wie der menschliche Geist, selbst den Geistigen, ist alles nachgeäfft. Jeder, der das behauptet, äfft einfach nur nach. Weil das wesentliche Unterschied zwischen Geist und irgendwelchen existierenden, ausgedachten Sachen, dazu gehört auch ein ausgedachter Gott, das sind so kleine Sätze, die rauschen einfach bei dir, normalen Geist, durch. Der Streit, ob Gott existiert oder nicht existiert. Ich bin da so tausendfach drauf eingegangen. Was ist Gott jetzt? Ein Wort, eine Vorstellung, ein Geräusch, wo du jetzt eine Vorstellung in dir aufbaust, wo du dann behauptest, den gibt's oder den gibt's nicht. Und da kommt schon wieder die Schleife, wo ich sage, du kannst nur was verneinen, wenn du dir was denkst, wo du dann behauptest, das gibt es nicht. Es muss was da sein, um behaupten zu können, dass es das nicht gibt. Wirklich weg ist es, ich sage mal, ein nicht gedachter Gedanke. Du bist als Ding an sich rot gelesen, etwas, was gar nicht gedacht werden kann. Gott ist als Ding an sich etwas, was gar nicht gedacht werden kann, weil es alles ist. Und wenn du dir was denkst, denken, ist es immer nur eine kleine Facette, eine Gedankenwelle, die geurteilt, DN, geöffnete Existenz, kennt, etwas überlegen und Lügen verbreiten, die du um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Dazu gehört auch ein Gott, der angeblich im Himmel oben wohnt. Der ist nichts anderes wie ein grünes Mastmännchen. Das ist das eine wie das andere, ist ein Gedanke, den du denkst mit einer ganz klaren Vorstellung. Was für dich Gott ist, ist Geld. Zumindest bis dato, hoffe ich. Da haben wir aber auch schon wieder Geld. GL haben wir schon wieder eine Welle. Wir können auch ein Gehirn sagen, das ein Joch, das etwas aufschmeißt. Das ist L mit 70 gelesen. Da müssen wir jetzt die Vordersprache beherrschen. Die ist allumfassend. Die baut sich das Deutsch, das göttliche Deutsch, das Alemannisch, Alamannisch, gilt für alle Sprachen der Welt. Die du dir ausdenkst. Ich sage nicht, dass es da noch unendlich andere Welten gibt, aber es ist ja nun mal die Schwierigkeit, wie soll ich dir Windows erklären, solange du noch ein Basic-Betriebssystem in dir laufen hast. Es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Und das Einzige, was ich mir wünsche, merkst du, ich wünsche mir was, Gott wünscht sich was, ist logisch. Ich habe dir die Freiheit gegeben, das selbst entscheiden zu dürfen. Entscheiden zu dürfen. Eine Entscheidung, nochmal, die vier Phasen dieser Vorsilbe end. Bedeutet nicht, dass du dich aus zwei oder mehreren Möglichkeiten für eine entscheidest. Das ist nur eine sehr einseitige Entscheidung. Du musstest eine absolute Entscheidung treffen.
Das heißt, dass du die Widersprüche von zwei oder mehreren Möglichkeiten als Perspektiven siehst, die zusammengesetzt was vollkommen Neues ergeben. Das aber nicht mehr sichtbar ist. Ich mache mal verschiedene Perspektiven. Ich sage jetzt zum Beispiel mal Worte und dann denkst du dir Bilder dazu. Ein Herd, ein Kühlschrank, ein Wasserhahn, ein Gewürzstreuer, ein Topf, ein Kochlöffel. Das ist eine Küche. Aber die Küche ist ja der Herd. Das ist das Prinzip der Kollektion. Ich mache jetzt Kollektionen von Kollektionen. Jetzt denkst du, und jetzt kannst du schon keine Bilder mehr machen, du wirst wissen, was es ist. Ein Schlafzimmer, eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer. Was für Bilder? Wenn du dir ein Bild machst, landest du automatisch wieder entweder beim Bett, beim Nachtschränkchen, beim Herd oder bei der Badewanne. Du merkst, die Bilder aus diesen Kollektionen gehören alle zusammen in einer Kollektion und ich kann jetzt Kollektionen von Kollektionen zusammenfassen und kann sagen, das ist eine Wohnung. Jetzt kann ich aber je nachdem, habe ich ein Familienhaus oder lebe ich in einem Block? So wie der Udo in einem Plattenbau. Dann sind da viele Wohnungen. Was ist eigentlich ein Block? Wunderschön, wenn wir in Sanskrit reingehen. Ein Holzblock, ein Notizblock. Ein Block ist wieder ein Chat mit vielen einzelnen Teilen. Der Notizblock besteht aus vielen Blättern. Der Wohnblock aus vielen Wohnungen. Der Holzblock aus vielen Holzscheiben. Ganz toll in Sanskrit, wenn man das Spiel durchspielt. Es ist so unendlich simpel, wenn du dich für das interessieren würdest, hättest du gar nicht die Zeit, dich mit diesen Corona dafür oder dagegen, darf ich das, dich zuzumüllen mit dem ganzen Scheißdreck. Du erlebst das, wo du deinen Fokus drauf hast. Du erlebst das von den Menschenmeinungen, die dich umgeben, mit denen du dich aufgrund von inneres Sein ständig damit beschäftigst und dich ständig wiederholst. Das zeigt mir deine geistige Reife. Sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Sag mir, mit welchen Menschen du dich als Brüssel unter Brüssel umgibst und ich sag dir, welche Dämonen in deinem Kopf rumspucken. Welche Einseitigkeiten du für dich postulierst und für die anderen. Egal, in welchen Grüppchen du magst, am besten man zieht sich zurück. Das ist das Ashrama-System im Sanskrit in meinen Upanishaden beschrieben. Das ist der Weg, den du durchläufst, vom Kind über die Schule, über den Familienvater, der dann irgendwann einmal diese Hausgenossen aufgrund von Alter sich zurückzieht. Das nennt man dann übrigens, dann gehst du symbolisch in das Altersheim, in das Altersheim. Du gehst wieder heim. Du gehst wieder in die Einheit und verlierst dich nicht in irgendwelchen Facetten von dir selbst. Und immer dran denken, das ist jetzt nur für dich, was ich dir erzählt habe, nur für dich. Du kannst als Brüssel und der Brüssel drüber reden. Es waren ganz wenige, da wirst du feststellen, es sind wahrscheinlich bloß welche, die sich zumindest ansatzweise Holofeelinger ahnen, akzeptieren, dass sie dir zuhören. Alle anderen wollen von so einem Blödsinn überhaupt nichts hören. Wie kann man so einen Scheiß, du bist ja in einer Sekte. Ich sage, Spiegel. Udo sagt immer Spiegel, egal was einer vom Udo behauptet. Im Positiven wie im Negativen. Ich spiegel bloß deinen eigenen Charakter. Wenn du Liebe bist, wirst du Liebe spiegeln. Das ist die große Erkenntnis. Und wenn du Hass bist, wirst du Hass spiegeln. Druck, Rechthaberei erzeugt immer nur Gegendruck. Umso mehr du in den Spiegel hineinschreist, umso mehr schreit er zurück. Ich glaube, ich hatte heute Morgen irgendwer eine kleine Geschichte reingestellt hier mit dem Spiegelsalon, wo der Hund reingeht und dann das alles angläfft. Und dann kommt er raus und sagt ganz schrecklich, die haben mich alle angekläfft. Und einer geht rein und wackelt mit dem Schwanz und er kommt und sagt, oh, alle haben sich so gefreut und haben mit dem Schwanz gewackelt. Du hast überhaupt keine Vorstellung zur Zeit, wie unendlich mächtig du bist. Was dich entmachtet, ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und dein Sinn wird niemals sein, hier als Brösel unter Brösel besser sein zu wollen wie die anderen. Mächtiger zu sein, reicher zu sein, größer, gesünder zu sein, das interessiert dich überhaupt nicht mehr. Weil du in dem Moment schon wieder ein ganz bestimmter Gedanke von dir sein willst. Wieso willst du bloß ein allereinziger Gedanke von den vielen Gedanken sein, die du prinzipiell denken kannst, wenn du alle Gedanken sein kannst? Wieso willst du bloß eine Meinung, eine Wahrheit vertreten und sagen, das ist meine Meinung, wenn du alle Meinungen haben kannst? Die ja sowieso deine Meinungen sind.
Dir ist noch nie aufgefallen, dass die Meinungen der Menschen, die du dir ausdenkst, letztendlich Facetten von deiner Meinung sind. Jetzt müssen wir gleich wieder wissen, wie definierst du das Meining? M1, rot gelesen, das immer seiende M, das Meer, El Hayom, im, ist Ayin, hebräisch heißt es nicht existierendes E-Quadrat, das bin ich und du. Ich behaupte, dass ich du bin. Meinst du, dass ich mir für einen Gedanken von mir den Arsch so aufreißen werde? Wenn ich immer sage, weißt du, wie unendlich klein ich mich jetzt uns eigentlich mache, indem ich in unseren Traum hineinsteige und diese zwei Rollen spiele, die in Udo seine genauso wie deine. Da ist immer nur ein Geist, der alle Rollen spielt. Kannst du schon gleichzeitig denken? Das kannst du mit Chat denken. Kannst du gleichzeitig an dein Badezimmer, an dein Wohnzimmer, an die Küche, an den Keller, an München und an Neandertal in der Steinzeit, kannst du gleichzeitig an diese Dinge denken? Das magst du in dem Moment, wo du begreifst, dass in der Transversalen alle Gedanken gleichzeitig da sind. Zuerst einmal gleichzeitig auf der Datei, bis wir das rausstückeln und Oberwellen draus bilden. Dann drehst du Kreise, das führt dich zur Frühtransformation. Die Arithmetik, all das ist das Verrückte an Holofeeling, dass es eben hundertprozentig sicher ist, was ich dir sage und auch überprüft werden kann. Und ich niemals behaupte, dass irgendein Gedanke, den du denkst, nicht wie ich dick wäre, wie ich in der Mitte wäre. Das ist wichtig. Depreisiert. Weil sich alles in diesem Zentrum, in diesem Mittelpunkt in El Hayom abspielt und nicht an der Peripherie. Das ist nur ausgedacht. Peripherie. Um dich herum. In Raum und Zeit verstreut, aber immer hier und jetzt. Im Meer, hier und jetzt gedacht. Ganz simple deutsche Worte. Und wie tief wirkt in dir noch dieser Materialismus, der Zweifel? Ich sage immer, der Zweifel ist der Teufel, der Scheitern. Der urteilt und der will bloß eins wahr haben. Und dann ziehst du das vor, lieber ein sterbliches Säugetier zu sein, das du versuchst, möglichst lange am Leben zu haben, weil es dir vollkommen unlogisch erscheint, dass du ein ewiger Geist, dass du ein Gotteskind bist. Und das haben übrigens auch die alle religiösen Menschen nicht verstanden, wenn sie sich hinstellen, wenn ich sage, die Hannis und Nannis und verdrehen die Augen und beten ihren Gott in den Himmel oben. Auch hier ist zu 99% hast immer noch der Materialismus. Es ist ein Wunschdenken. Und solange ich mir etwas wünsche, habe ich das nicht, was ich mir wünsche. Und ich erkläre dir, was du bist, nicht was du irgendwann einmal erreichen sollst, in der Zukunft passiert nichts. Das bist du schon im Meer gewesen, ein geistiges Wesen, Ge-Quadrat. Du hast es nur vergessen, was übrigens auch nichts falsch oder verkehrt gelaufen wäre. Es war ja nötig, dass du deine jetzige Rolle spielen kannst. Meine simplen Beispiele, du bist einfach ein Schauspieler von der Bühne des Lebens als Brösel, das bist du nicht. Ein Schauspieler vergisst normalerweise auch nicht, wer er ist, selbst wenn er sich auf der Bühne in eine Rolle hineinsteigert. Und wenn er dann heult, ist er eigentlich gar nicht traurig, sondern er freut sich, wenn er das möglichst gut dargestellt hat. Und wenn er gefoltert wird, die Schmerzen hat er nicht, der Schauspieler hat nicht die Schmerzen. Der Körper, den er verkörpert hat, auch keine Schmerzen. Ich sage das immer wieder, das sind die Sackgassen der Einseitigkeit. Der Schmerz und die Glückseligkeit ist gleichwertig. Das ist das, wo ich immer sage, wenn du dir jetzt eine Frau denkst, die ein Kind auf die Welt bringt. Und wir lassen nur den Film, nur die Gesichtszüge laufen, jetzt von dem Trocken aus nach dem Weibchen. Du wirst feststellen, jetzt einmal grob in der Metapher, die Gesichtszüge, der höchste Schmerz bei einer Geburt und die Gesichtszüge beim Orgasmus in der Verschmelzung mit dem Mann sehen gleich aus. Wenn du jetzt nur die Gesichtszüge siehst, kannst du nicht sagen, ob die einen total geilen Orgasmus erlebt oder ob es ein Kind auf die Welt bringt, was übrigens auch ein Glücksgefühl ist, obwohl Schmerzen da sind. Weil sonst würden nicht viele sagen, ich will noch mal 3-4 Kinder. Das ist natürlich trocken aus dem Programm. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, was zu betrachten. Es geht einfach nur darum, dass man geistig beweglich wird. Dass man offen wird, dass man zu Liebe wird, allumfassender Liebe. Und dass man aufhört, irgendwelchen Gedanken, die man sich ausdenkt, vorzuwerfen, dass sie so sind, wie man sie selber denkt. In dem Satz steckt eigentlich alles drin. Hast du das schon verstanden? Liebst du das schon? Ich sage immer Theorie und Praxis, deine Welt ist so voller Fehler, es ist wie ein theoretischer Führerscheinprüfungsbogen. Die Praxis ist, du musst es zu leben anfangen, im tiefsten Innern. Und dann schau, über welche Kleinigkeiten du dich noch aufregst.
dich angewidert abwendest, weil deine Logik ganz massiv einseitig werdet. Und ich sage immer wieder, umso größer, du hast es immer mit Wellen zu tun, umso größer oben ist es auch unten. Das ist ganz entscheidend. Umso schrecklicher dir was widerfährt, schrecklich wohlgemerkt in Maßsetzung der Definition deiner Logik, umso positiver ist es auch. Weil umso größer ich einen Kegel mache und ich schaue nur den Dreieck an, umso größer das Dreieck ist, wird automatisch der Kreis größer. Und umgekehrt. Jetzt ist mein Beispiel hier mit 6 Millionen als Materialist, 6 Millionen im Lotto gewonnen oder eine tödliche Krebsdiagnose. Was ist das Bessere? Die Frage stellt sich für dich nicht. Du fragst schon wieder nachher besser und schlechter. Du wirst merken, beides ist positiv und beides ist negativ. Das Positive am Lottogewinn ist, dann kannst du endlich als Trockennasenaffe wieder was leisten. Und du kannst Glück in dir erzeugen, aber vergängliches Glück. Ich sage, jede Glückseligkeit, jede Freude, die du erlebst, die in Verbindung mit irgendwas Existierendem entsteht, ist vergänglich, weil das Existierende vergänglich ist. Selbst wenn du das dann immer wieder versuchst zu wiederholen, das verschleißt. Wie das Bankkonto, wenn du maßlos Geld rausschmeißt. Das erhält dich auch nicht am Leben. Was dich am Leben erhält, ist das Prinzip als Ding an sich, das ist Leben. Die Krebsdiagnose, wenn die sagen, du hast maximal noch 14 Tage zu leben, wirst du eine totale Abkehr machen von der Welt und wirst dir jetzt vielleicht eventuell, wenn du ein Hauch von Geist bist, dir Gedanken machen, was war jetzt eigentlich der Sinn des Lebens, warum ist das alles? Dann nützt dir auch nichts, wenn du sagst, warum muss mir jetzt das passieren? Dann bäumt sich das Tier schon wieder in dir auf. Du bist Geist. Weil es Zeit wird, dass du diesen Traum verlässt. Weil ich was Besseres, was Großartigeres für dich vorbereitet habe. Dass du nie betreten wirst, solange du hier bleiben willst, lasse ich dich hier. Also glaub ja nicht, dass deine Erlösung durch den normalen altersbedingten Tod oder durch einen Unfall oder sonst was kommt oder durch Selbstmord kommt. Du wirst immer wieder wach. Immer wieder wach. Es ist jetzt mir gleichgültig, ob du das glaubst oder nicht glaubst, dass es das was ist. Und irgendwann einmal, und ich sage dir sogar, wann das sein wird, es wird jetzt sein, wirst du das verstehen und wirst stilles Eingeständnis und Schweigen machen. Und solange du noch hoffst, dass das in der Zukunft passiert, wirst du tausende und abertausende Jahre immer wieder ums Überleben kämpfen, bis du dich eines wirklich Geistreicheren besitzt. Darum erzähle ich das auch nicht irgendwelchen Affen, die ich mir ausdenke, weil ich Gedanken von mir nichts erzähle. Ich erwarte auch von Gedanken nichts, die sind sowieso so, wie ich sie denke. Es ist wie der Autor, der einen Roman macht. Ich kann doch als Autor, wenn ich immer wieder sage, als Zeichenerwecker jetzt in einer Übersetzungsform, Figuren, die ich mir in eine Geschichte hineindenke, kann ich doch nicht vorwerfen, dass die so sind, wie sie von mir ausgedacht wurden. Was magst du? Das ist ein ganz komisches, ein ganz eigenartiges neues Denken, was aber mit Basic-Logik schon möglich ist. Es kann doch nicht zu niemandem, den du dir denkst, dich das doch mal raussuchen, dass du ihn jetzt denkst und in deinem Kopf erschaffst. Ob das ein Politiker ist, ob das eine historische Persönlichkeit ist, ein Philosoph ist, ein Physiker ist. Keiner dieser Menschen, die du denkst, kann sich raussuchen, dass du die jetzt denkst. Und die sind hier und jetzt in deinem Kopf. Auch die Philosophen. Und was du jetzt denkst, was die getan oder gedacht oder jetzt da außen tun, was du immer jetzt denkst, können die sich auch nicht raussuchen. Vielleicht hilft dir das jetzt etwas, wenn du dich beobachtest und du regst dich wieder über irgendjemanden oder etwas auf oder du bewunderst irgendjemanden. Du musst den Udo nicht bewundern. Bewunder den, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Oder Jesus oder Buddha. Oder wen auch immer, den du bewunderst. Bewunder den, der den erschafft. Wie oft habe ich in Selbstgesprächen gesagt, in einem gewissen Maß hier, alle die reden, die wissen nicht und die, die wissen, die reden nicht. Udo redet in einem fort jetzt, zumindest das Pixelmännchen, auch der normale Trockennasenaffe wie Udo. Der hat aber noch nie behauptet als Udo, dass er was weiß. Wie genial muss der Mensch sein, der sich so einen genialen Udo ausdenkt? Bist das nicht du? Bist nicht du in diesem Moment dieser Mensch? Und Mensch ist rot. Ich rede von einem Rot-E-Quadrat-Menschen. Ich rede von einem Adam, einem Gotteskind.
Das bist du aber erst, wenn du dir kein Bild mehr von dir selbst machst, mach dir kein Bild von Gott. Heißt, mach dir auch kein Bild von einem Gotteskind. Selbst wenn ich mir jetzt an Jesus und an Kreuz vorstelle, das sind alles Gedanken. Gedanken sind keine Gotteskinder. Die Gedanken denken, das sind die Gotteskinder. Und das ist genau genommen nur ein Allereinziger. Darum gibt es auch nur einen Adam. Die Fehlübersetzungen. Und Gott sprach, El Hayom sprach, wir wollen Menschen machen. Menschen, da steht Mensch, einen Allereinzigen, der in unendlich vielen Facetten und Leben, was er leben darf. Und das Wie ist Equadron. Das ist Jotzionizio. Ja, und jetzt sitzt da, wie bestellt und nicht abgeholt als Brüssel. Ich sage, das passiert, wenn es so sein soll. Es wird jetzt passieren, wenn du das verstanden hast und im tiefsten Innern installiert hast. Also ganz ohne Intellekt geht's nicht. Du brauchst Intellekt, um Bilder machen zu können, aber du brauchst nicht viel Intellekt. Was viel wichtiger ist, weißt du, was rote Liebe ist? Welche Rolle du jetzt spielst? Du kannst einen kleinen Schäfer spielen, wenn ich immer wieder sage, der keine Ahnung hat von Politik, der sich da fernhält, der mit seinen Schäfchen rausgeht, sich um seine Schäfchen oder Äffchen, sage ich jetzt, kümmert, wo ich gerade gesagt habe, kümmere dich um deine Familie, um deine Mitmenschen. Egal, ob du die jetzt blau liebst oder ob sie dir zuwider sind. Du solltest keinen Unterschied machen. Wenn es einem schlecht geht, hilf ihm. Das, was du einem Nächsten tust, tust du dir selbst, weil du diese Rolle spielen wirst. Weil du alle Rollen spielst, die ganze Bücherregal. Und alle, die du bescheißt, du, wenn du diese Rolle spielst, bist du der andere, den du nicht kennst, der dann dich bescheißt. Und du wirst merken, das Spiel wird auch komplett ohne Geld wundervoll funktionieren. Das ist ein Dogma. Kapitalismus, Kapital ist ein todbringendes Verbrechen. Und jetzt die Menschen, die wir uns ausdenken, kriegen das sowieso nicht mit, weil Gedanken ja nichts mitkriegen. Aber du wirst es mitkriegen, volle Breitseite. Egal, ob du jetzt ein Politiker bist, ob du ein Bankdirektor bist, wenn du mich sprechen hörst, die meisten komischerweise, die diese Rollen haben, sind sowieso bloß tote KIs. KI, künstliche Intelligenzen, schau nach, KI ist es. B, Polaritäten an deinem Rand, das sind einfach nur Gedanken. Das sind die Statisten, die Antagonisten, die gegenüberliegenden Ecken, Antagon. Das sind wir wieder hier. Innerhalb, außerhalb. Aber das musst du nicht verstehen. Mir ist einfach nur wichtig, werde zu Demut und werde zu Liebe. Was natürlich jetzt eine blöde Aussage ist, weil du das eigentlich schon bist. Du kannst nicht was werden, was du bist. Erinnere dich wieder, was du bist. Und dann wirst du erkennen, dass du immer bist. Und alles, was du denkst, ein Kommen und Gehen ist. Und dass es keinen Sinn macht, das immer und immer wieder bis ins Unendliche zu wiederholen, weil du nicht loslassen willst, weil du dir in keinster Weise mit deinem jetzigen extrem fehlerhaft einseitigen Intellekt dir vorstellen kannst, dass noch was viel Großartigeres, ich benutze mal das Wort Besseres, Besser, Polaritäten ist er. Polaritäten sind, esse in Form von Sein. Dass da noch was viel Großartigeres gibt, wie die Welt, die du dir jetzt als Idealwelt ausdenkst. Das, was ich dir sage, ist weit weg von einem Himmelreich, was sich Christen denken, weil da sind sie immer noch Trockennasenaffen, wenn sie dann im Himmelreich sind. Das ist ein körperloser Zustand und der Körper wird jetzt extrem vielfältig. Der träumende Geist ist ein vollkommen körperloser Zustand als Ding an sich, nimmt aber einen Körper an und das ist eine ständig wechselnde Traumwelt. Und das ist das Leben. Das ist jetzt einfacher, kann man es im Basic nicht ausdrücken. Und jetzt lassen wir es gut sein. Dass du irgendwann einmal dich löst, immer wieder deine Resonanzen gibt. Jetzt ist natürlich immer wieder die Schwierigkeit dieses, das will ich nicht. Udo hat gesagt, ich soll dann nochmal dran denken. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, du sollst beobachten, was du denkst und wo du dich fokussierst. Und wenn du die Sinnlosigkeit erkennst, immer wieder dieselben Internetseiten aufzumachen, dass da so viele Milliarden Internetseiten sind, die dich überhaupt nicht interessieren, die aber vollkommen neue Gedanken in deinen Kopf bringen würden. Und sobald du andere Gedanken denkst, sind die alten Gedanken weg. Sie werden nie weggehen, wenn du sie los haben willst. Solange du irgendetwas bekämpfst, egal was, selbst Krankheit am eigenen Körper, denkst du an das und ich lasse dir das bis in alle Ewigkeit wiederholen und dann wirst du wieder ein bisschen aufstauen und sagen, jetzt geht's mir gut.
Es ist jetzt scheint endlich wieder die Sonne und es wird hundertprozentig sicher wieder der Regen kommen, die Finsternis kommen, das Gewitter kommen. Und dann wird wieder die Sonne scheinen, weil du noch chronologisch denkst und noch nicht verstanden hast, dass im Einheitskreis das alles gleichzeitig ist, sämtliche Blickwinkel. Das könnte ich physikalisch sehr darauf eingehen über die Kreisen der Oberwellen. Du lebst in einem ganz, ganz kleinen Oberwellenkreis, der um einen größeren Kreis herumkreist, der wiederum um einen größeren Kreis herumkreist, bis du erkennst, dass da gar nichts außen rumkreist, dass das alles in dir selbst ist, dass es ein rein statisches, arithmetisches Konstrukt ist. Ein Programm, eine Matrix eben. Darum ist das Wort Matrix die Gebärmutter, Rechem, Rechemim, auch das Wort für Erbarmen im Hebräischen. Rechem und Rechemim. Und dieses Erbarmen ist ER², das ist die Energie, das sind wir zwei. Das Erwachten, der erzeugt jetzt dieses Bad, das Äußere. Und das ist Mens, Men, Mendior. Das ist das Überlegen, das Äußere, das Überlegen und Lügen verbreiten. Und wenn ich das bewusst mache, sind das keine Lügen mehr, sondern das sind einfach nur Vorstellungen, ausgedachte Vorstellungen, die ich hier und jetzt in mir erschaffe und um mich herum in einer affinen Form in Raum und Zeit verteile. So, jetzt ist es gut. Und jetzt hörst du dir das Lied an, das ich jetzt da noch mit dranhänge. Und nimm dir mal die Zeit, wenn du mal Grundlagen, wenn du in der Ebene der Vordersprache bist, dass du aufgehört hast, dich über jeden Bibifax aufzuregen. Nimm dir die Zeit schlichtweg und einfach, das wirklich ein bisschen zu verfolgen. Und dann kommst du sofort auf andere Gedanken. So schaut's aus. Und tschüss.